Und somit sage ich Hallo an alle, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren Part zu Digimon World 4. Im letzten Part sind wir in den Dungeon von Diabodomon reingegangen, nachdem wir alle Schalter aktiviert hatten. Und machen jetzt auch genau hier mitten im Dungeon weiter, denn wir haben tatsächlich, glaube ich, noch die nächste und die übernächste Ebene vor uns. Die letzte Ebene ist halt die einfachste, weil da muss man einfach nur einem gewissen Muster folgen, um ein paar Knöpfe zu aktivieren, um dann direkt durch die Mitte zu Diabodomon zu gelangen. Aber hier habe ich halt noch große Fragezeichen über dem Kopf. Ich denke, dort oben wird es dann nach links gehen. Aber schauen wir mal. Obwohl... irgendwas sagt mir ja nach links, aber ich habe das Gefühl, dass möglicherweise rechts noch was sein kann. Es ist halt... man merkt es halt hier im Giftdschungel wirklich sehr stark, dass es auch so... dass es in mehrere Richtungen führen kann, aber nicht jeder zu einem Ausgang geht. Zum Beispiel hier sind wir ganz am Ende. Ich denke, oben wird der Weg zur nächsten Ebene sein, ganz genau. Aber rein theoretisch hätten die da vorne noch einen Raum gemacht, hätte man sich vielleicht gedacht, dass hier der Raum auf der linken Seite, dieser hier zum Beispiel, wie man das auf der Map erkennen konnte, eine Sackgasse ist. Und das ist halt schon im Giftdschungel ziemlich, ziemlich geil gemacht. Aber ja, genug geschwärmt, wir gehen weiter zur nächsten Ebene. Ich denke halt, dass es die vorletzte ist. Aber das werden wir natürlich gleich alles sehen. So, und ja, das ist die vorletzte. Ich denke nicht, dass es schon die letzte Ebene ist. Okay, etwas Schaden haben wir jetzt kassiert, aber ich bin am Überlegen, wie wir dann am besten gegen Diabodomon kämpfen, weil Diabodomon aus der Entfernung, seine Fernkampfattacke ist halt nicht so stark, meiner Meinung nach, aber wenn er mit seinem Clown angreift, ja, dann kann er einen sogar, glaube ich, doppelt erwischen und das wäre halt ziemlich, ziemlich belastend. Aber gut, schauen wir uns weiter um und... obwohl, nein, wir sind schon in der letzten Ebene angekommen, okay. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Weil jetzt müssen wir hier in der Mitte die Türe durch die Mitte öffnen. Und können das meiste hier tatsächlich auch schon skippen. Okay, ich hätte gern die Disk noch mitgenommen. Perfekt. Aber es wird ein interessanter Kampf gegen Diabodomon. Wenn ich mal endlich diese blöden Otamamon loswerden würde. Okay. Das ist wichtig und ja, wir sind tatsächlich in der letzten Ebene, okay. Ich hatte den Dungeon etwas länger in Erinnerung und hier können wir den meisten Teil skippen. Da haben wir sogar eine Map, die wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen müssen. Ich bin da jetzt etwas cocky. Und ja, da habe ich schon fast den Weg verkackt, aber nein, wir müssen hier hin und den Knopf betätigen. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite und dann müssen wir vorne durch die Mitte zurückgehen und noch einmal einen Knopf betätigen. Wir brauchen noch 14.000 Erfahrungspunkte, das heißt, es zahlt sich gar nicht aus, gegen die Geckomon hier zu kämpfen. Und jetzt sollten wir hier nach rechts raufgehen und eine größere Runde machen. Um in der Mitte die Türe zu öffnen, dann nach unten den nächsten Knopf zu betätigen. Also den Knopf zu betätigen, um in die Mitte durchzugehen und dann sollten wir schon so ziemlich da sein. Der nächste Raum sollte dann eben in dem Fall schon Diabodomon auf uns warten. Aber das werden wir alles noch gleich sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Es gibt hier Quedern. Okay, man kann auch nach links und nach rechts gehen. Vielleicht gibt es auch andere Wege, den Dungeon zu mastern oder die letzte Ebene schnell hinter sich zu bringen. Aber ich denke, das war jetzt der schnellste und einfachste Weg. Weil im nächsten Raum kann man dann auch nicht mehr zurück. Man fällt da quasi runter und ist definitiv im Kampf gegen Diabodomon. Das heißt, wenn man sich noch hochheilen möchte oder was auch immer oder Disken kaufen soll, dann sollte man es machen, bevor man hier genau runterspringt.
Aber gut. Diaborum und wir sind da. Wir fangen mit einem Gift an. Und das meine ich, der Spaß kann einen öfters erwischen. So verursachen wir überhaupt keinen Schaden und dieser Claw ist halt verdammt stark. Es ist halt, wenn man weit entfernt ist, hat man halt gar keine Schwierigkeiten damit. Aber in der Nähe kann es einen halt böse erwischen. Aber gut, es... Okay, ich wollte schon sagen, es verursacht uns nicht allzu viel Schaden. Obwohl, das tut es auch tatsächlich nicht. Wir sind ziemlich tanky, wie es aussieht. Wie schaut es mit denen aus? Okay, die machen gut Schaden, aber... Wäre ich ohne das Hochleveln hierher gekommen... Ohne hochzuleveln hergekommen... Hätte es wahrscheinlich nicht so einfach ausgeschaut. Kann ich da direkt überspringen? Ja, das kann ich. Fuck. Das kann's ja nicht sein. Also ich bin hier schon voll. Falscher Move. Aber okay, Diaborumon ist besiegt, dann sind wir etwas cocky und machen das Ganze mit dem Gift. Weil da brauche ich ja noch etwas Technik und so funktioniert das ja ziemlich gut. Hier kommt gar nicht das U mit der Klaue anzugreifen. Ich nehme alles zurück. Okay. Komm schon. Wie cocky bin ich jetzt? Ja, genau. Es hat genau so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich hätte das tatsächlich gar nicht in zwei Parts teilen müssen. Ich habe mir eben gedacht, dass der Weg noch einmal viel, viel länger ist bis hierhin. Aber anscheinend tatsächlich doch nicht. Nice. Wie schaut sie jetzt aus? Ein Defense Room. Den kann ich auch genauso im Shop kaufen. Habe ich hier das Glück? Nein, aber ich werde jetzt definitiv das Achilles Board kaufen. Ich denke, dass ich das schon im Shop kaufen kann. Es sollte auf jeden Fall der Fall sein, weil wir schon Level 64 oder 65 sind. 64. Und das sollte definitiv möglich sein. Und ja, die nächste Station in dem Fall ist... Lucemon, und da bezweifle ich, dass ich alles in einem Part ausgehen werde. Ich denke, allein der Hinweg wird ein Part sein. Und ja, aber schauen wir mal. Was ich auf jeden Fall machen muss, ist mir das Filterboard kaufen. Oder brauche ich das gar nicht? Ich bin gerade im Überlegen. Ich habe bei Metall-E-Dämon noch nicht einmal eingezahlt. Aber ja, schauen wir alles mal, wie weit wir jetzt kommen. Hier wäre es mal wichtig, irgendwas zu verkaufen vielleicht und dann das passende Ding kaufen zu können. So. Das brauchen wir nicht. Was ist denn das? Das kann ich gerne verkaufen, weil so oder so hätte ich das noch nicht benutzen können. So, das Achillesboard. Spirit geht halt verdammt runter. Aber ich würde es tatsächlich sogar jetzt so in Kauf nehmen. Die Frage ist halt, wie viel dann wir von Spirit-Attacken Schaden fressen. Wir kriegen nochmal 600 Angriffe mehr. 700 Verteidigung mehr. Spirit leidet halt wirklich darunter und der Speed-Wert steigt extrem. Ja, das gefällt mir, aber okay. Dann machen wir uns mal schön auf den Weg wieder retour Richtung Lucemon. Das kann was werden. Und ja, schauen wir halt, wie weit wir kommen werden. Ich versuche wenigstens jetzt durch den Giftdschungel durchzukommen und dann durch dieses komische Gewässer, was dort ist. Ich hätte mir jetzt das Filterboard kaufen können und dann ohne Schaden dadurch kommen können. Aber ich bin jetzt zu faul, dann in einen Dungeon reinzugehen und wieder rauszugehen, nur damit dann Metall-E-Dämon mit seinen Vorbereitungen fertig ist und ich dann dieses blöde Filterboard kaufe. Da laufe ich lieber durch und heile mich einfach konstant die ganze Zeit.
Die Marina Devimon sollten mich da jetzt auch nicht wirklich erwischen und mich interessiert das halt wirklich, wie viel Schaden wir jetzt verursachen und wie viel Schaden wir kassieren, weil jetzt sind wir ziemlich stark. So. Das ist ja nichts. Das hat gerade kurz ausgeschaut, als ob wir 1000 Schaden machen. So viel macht man Wargreymon nicht einmal, wenn es über... Ja, wenn es crittet schon, aber ansonsten... Hätte das ziemlich viel ausgeschaut, aber unser Wisdom ist ja gesunken, das heißt, wir hätten eigentlich weniger Schaden verursachen sollen. Haben wir denn nicht um die 50 Schaden gemacht mit dem Peravenom? Aber ja, da hat sich jetzt anscheinend nichts daran geändert, okay. Ich beschwere mich nicht. Aber gut, weiter geht's mal. Weil jetzt müssen wir hier durch den Mangrovenwald durchlaufen. Und da muss ich mich nur... Ach, diese blöde Giftpflanze. Okay, das war jetzt ziemlich wasted. Okay. Das war jetzt... Ich hätte schon gedacht, dass sich das ausgehen wird. Oder dass ich es mindestens schon einmal getroffen habe. Ja, das war genauso belastend gerade. Aber hier sind wir auf einem guten Weg. Nein, da sind wir falsch. Wir müssen da nämlich nach rechts. Kommt hier ein König Otamamon? Warte, ich besiege mal ein paar hier. Nein, tatsächlich nicht. Okay, das ist dann einfach nur eine blöde Sackgasse. Okay. Wir sind dann noch anscheinend noch nicht weit genug gegangen. Das heißt, hier links unten geht's dann weiter, genau. Okay, ja, perfekt. Einmal so. Dann heilen wir uns wieder hoch und wir haben jetzt alle IDs, wenn ich richtig liege. Wir haben jeden Boss hier besiegt. Das bedeutet, wir sind schon so gut wie da. Sollte jetzt hier links gleich sein. Ja, genau. Und da haben wir jetzt dieses komische Wächter gekommen. Perfekt. Ich meine, ich habe jetzt meine MP gewastet, aber ich wollte auch nicht getroffen werden. So, Quack Quack. Und einer macht Ribbits. Ja, wir haben alle drei ID-Schlüssel oder ID-Passes oder wie auch immer. Die Schritte haben sich lustig angehört. Also gehen wir weiter. In den Venom-Sumpf, in den Giftsumpf. Da verlieren wir halt durchgehend Leben. Und man hört das auch, weil unser Herkules Kabuterimon jetzt halt jede Sekunde herumschreien wird quasi. Was ist das schon ab hier? Interessant, dass wir Geräusche von einem Garurumon oder also von einem Vero oder Metall-Garurumon machen. Hier ist also ein Zwischenstopp. Da sollten jetzt, ja, sollte eine Kiste sein. Okay, ziemlich interessant, dass es die Geräusche macht. Da habe ich halt tatsächlich nicht mitgerechnet. Weil wenn er getroffen wird. Ja, macht er das nicht. Es ist gerade hängen geblieben leicht, das laggt. Und ja, da sind wir auch schon. Nach dem Marine Devimon haben wir hier die nächsten Stufen. Geht's da noch woanders hin? Nein. Gut. Wir sind wieder full life. Und gehen weiter. Zur Dreadnought. Ja, das wird jetzt etwas nervig mit den Kanonen drum und dran, aber ich glaube, dass das Gift uns weiterhelfen wird, die Kuh zu zerstören. Und da haben wir jetzt einen Mix aus solchen Digimon, also solchen Viechern und Skorpionen. Und hier die beste Option ist halt mit den Pistols quasi zu schießen oder mit der MP-Attacke. Und ich denke, auf der anderen Seite erwartet uns genauso eine Giftpflanze. Nur eine, okay, zum Glück.
Dann zerstören wir mal die Kanonen hier, weil die können halt ziemlich nervig werden. Perfekt, somit sind die mal hinüber. Und es ist halt schier, weil die unterschiedlich schießen. Okay. 1, 2, 3. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich der beste Weg, wie wir hier durchkommen. Perfekt, wir müssen da sogar gar nicht runterspringen. Nice, und hier müssen wir einfach durchlaufen, weil wenn uns der Laser erwischt, ja, das wäre etwas scheiße. Zu zweit ist das halt hier viel besser, weil man dann mit dem einen den Laser quasi ablenken kann. Und diese Panzerdinger machen halt so viel Schaden. Zum Glück können wir die mit einem Venom vernichten. Das ist verdammt nice. Okay. Zum Glück klappt das auch so. Das ist ja easy. Okay, das will ich gerade, das ist geil. Das war jetzt wirklich nice. Da haben wir noch eins. Als kurzen Nebeneffekt tun wir noch irgendein Viech hier vergiften und können jetzt einfach uns ganz normal auf die Digimon stürzen, die übrigens ziemlich wenige Erfahrungspunkte geben. Nur 198. Bis jetzt haben alle 200 und die Otamamon 300 gegeben. Das ist komisch. Gut, jetzt sollten wir noch hier in den Ecken 1, 2 solche Dinge haben. Ich glaube, die Schlüsselanhänger oder Schlüsselketten, die habe ich alle schon. Okay, 3 Viecher waren es noch. So. Dann drücken wir auf den Knopf. Und rein geht's. In die Dread Bridge. Ja. Das kann ziemlich, ziemlich lustig werden. Aber mal schauen, wie wir uns schlagen werden. So, jetzt sollten wir hier auf ein paar Gekommen treffen. Den müssen wir mal alle vernichten. Okay, das war ein guter Crit auf den einen. Ich glaube, wir haben hier insgesamt nur 3 Ebenen. Jedoch müssen wir fast die ganze Zeit zwischen den Ebenen switchen. Aber gut, Leute. Das machen wir dann erst im nächsten Part. Ich bedanke mich an alle, die sogar zugeschaut haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like und ein Abo da. Kommentiert auch liebend gerne das Video. Und somit sehen wir uns dann im nächsten Part. Bis dann.